Ja, hallo, hier steht der Arin und in dem Video zeige ich zwei zusätzliche Plugins, Filter für Photoshop 2020. Ich habe hier bereits ein Bild ausprobiert, getestet. Hier, so sieht das Originalbild aus und mit Alt-Taste den Filter, den ich hier angewandt habe. So ist Original und so der Effekt, der dadurch entsteht. Ich lösche hier die Ebene noch einmal. Ja, der Filter wird nur kopiert und bei Photoshop unter Programme auf der Festplatte, dort wo man sein Photoshop installiert hat, unter Plugins hier hereinkopiert. Und zwar ist das der Mr. Contrast 172, die 64 Bit Version, und Anthrazit 96, die 64 Bit Version. Ja, so wird das installiert. Und unter Filter Flaming Beer ist halt Mr. Contrast und Anthrazit im Photoshop verfügbar. Ich dupliziere mir gerne dieses Bild und gehe dann wieder hier hinauf. Flaming Beer und nehme mir zuerst diesen Kontrast. Anthrazit, nicht Kontrast. Ja, das sind die Einstellungen, die ich vorher verwendet habe. Und je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Verändert sich das Ganze dann stärker oder schwächer. Wenden wir das hier gerne einmal an auf die Testdatei. Ja, hier würde dieser Effekt dann schon zu einem Polarlicht entsprechen, was hier eigentlich auch ganz nett hier ausschaut. Ich werde mir hier noch ein weiteres Bild reinladen, und zwar nehme ich gerne hier mal eben so ein Bild. Ich werde das Ganze vorzeigen. Ist es ja egal, was das ist. Nehmen wir das hier. Ich möchte hier jetzt diesen Anthrazit wieder anwenden. Allerdings muss ich den zuerst rastern, weil er auf dem Smart Objekt nicht funktioniert und Transit, wenn ich hier eine Person habe, dann würde dieser Effekt dann schlussendlich so zum Tragen kommen. Abhängig wie stark ich ihn hier dann
eingestellt habe und je nachdem, welche Ebenenmodalität ich eingestellt habe. Hier, diese Ebenen sind ja vom Prinzip her ähnlich wie hier in Photoshop. Und ich nehme hier gerne die hier verwendeten Einstellungen. Gut, ich sage, das würde mir gefallen. Übernehme das hier mit OK. Und dann dauert das einen Augenblick. Ja. Und das Bild würde es dann hier so übernehmen und ist so ein künstlerischer Fotoeffekt, der mal eigentlich dann momentan wieder aktuell ist. Er war lange Zeit in der Analogfotografie sehr begehrt und nun in der Digitalfotografie ist er eigentlich mehr oder weniger verschwunden, aber dieser Effekt, da kommt, ist jetzt wieder stark im Kommen. Und kann mir hier wieder mein Bild ansehen, Vor-Nach-Vergleich. Gut, mit Anthrazit würde es noch mehrere Einstellungen geben. Das muss sich jeder dann selber einstellen, was ihm gefällt und für das gerne haben möchte. Ja, und das Ganze dauert immer einen Augenblick, bis es auf das Bild angewendet ist. Auch dieser Effekt wäre irgendwie ganz nett, schön. Ich bin schon in die Richtung Comic, Cartoon, so. Ich lösche mir diese Ebene, weil wir uns diesen weiteren Filter anschauen, den Mr. Kontrast nennt sich der. Auch der ist bereits hier im Filter auf der Festplatte im Download, im Installationsverzeichnis von Photoshop. Photoshop und Plugins und der ist dann Mr. Kontrast hier. Und wenn ich Photoshop neu gestartet habe, dann finde ich ihn wieder unter Fleming Beer, Mr. Contrast. Und auch hier habe ich wieder viele Möglichkeiten, das Originalbild entsprechend zu verändern. Das ist dann eigentlich auch immer so Geschmackssache. Was mir gefällt und wie ich das gerne haben möchte. Ich kann hier auch einen
dunkleren Ton hier nehmen und die ganzen Blendmodis, die es hier wieder gibt, testen und schauen, welches sich gerne, welchen Blendmodus ich gerne haben möchte. Könnte dann auch hier wieder die Deckkraft entsprechend ändern und sage hier, bestätige hier mit OK, um das Ganze einmal aufs Bild anzuwenden. Dauert wieder einen Augenblick. Ja, und das hier erinnert hier irgendwie an einen Kupferstich, so in die Richtung. Auch das könnte ich hier auf der aktuellen Ebene noch stärker oder schwächer machen. Und somit den Kontrast hier verstärken. Ja, hier müsste man natürlich noch das Rauschen entfernen, das entstanden ist. So ungefähr. Oder mit der Nick Collection etwas nach entrauschen. Jetzt habe ich genau das Falsche. Gut, also mit der Nick Collection etwas nachrauschen, entrauschen. Gut, mag ich jetzt allerdings nicht, sondern mit Steuerung Z gehe ich hier noch einmal zurück. Lösche hier das ganze Bild und dupliziere mir dieses Bild mit Steuerung J noch einmal. Rastern muss ich hier nicht. Ja, ich gehe dann wieder in der Flaming Beer Mr. Contrast und schauen wir an, wenn ich den Kontrast mit den mit anderen Einstellungen nehme, bis sich das Ganze dann aussieht, wie ich das gerne haben möchte. Ja, das Ganze sind hier zwei zusätzliche Kreativfilter, die man natürlich testen muss und die bei jedem Bild immer wieder anders zum Tragen kommen. Das Ganze kann man nicht wirklich vorhersagen, wie es dann schlussendlich wird, sondern man muss das Ganze immer testen.
dann in einen neuen Ebenenmodus, Verrechnungsmodus in Photoshop ausprobieren. Wie gesagt, das waren also diese zwei Filter, Mr. Contrast und Anthrazit. Und ja, eignet sich nicht für jedes Bild und man muss testen, weil es bei jedem Bild dann schlussendlich unterschiedlich zur Geltung kommt, aber es rentiert sich, diese zwei zusätzlichen Kreativfilter zu installieren. Gut, das war hier zu diesen zwei Filtern. Bis zum nächsten Video von mir.